Harris, eine Runde weiter. Wie fühlt sich das an? Im ersten Moment fühlt es sich natürlich sehr gut an. Wir sind überglücklich, dass wir dieses schwere Spiel für uns entschieden haben. Ich muss sagen, großes Kompliment an die Mannschaft von Roth. Die haben uns heute wirklich alles abverlangt. Und wie gesagt, wir sind einfach überglücklich über den Sieg. Was sagst du zum Spielverlauf? Schwieriges Spiel, also wirklich schwierig. Wir haben uns vorgenommen, anders aufzutreten. Uns ist es nicht gelungen, zwischen die Linien der Kette zu kommen, was eigentlich unser Spiel ist. Wir haben uns sehr schwer getan und unterm Strich bin ich vom Spiel nicht zufrieden. Wir können mehr, aber am Ende der Relegation geht es nur ums nackte Ergebnis und da muss ich zufrieden sein in dem Moment. Ein bisschen lang geraten, das Spiel. Ja, sehr lange geraten. Nach meiner Uhr 11 Minuten drüber. Kann ich dazu nichts sagen, müssen den Schiedsrichter fragen. Welcher Gegner in der nächsten Runde ist Ihnen lieber und wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen ein, die Klasse zu halten? Gegner ist mir eigentlich egal, ohne jetzt respektlos zu klingen, weil wir wissen, dass wir, das verfolgt uns die ganze Runde schon, wenn wir Erfolge feiern möchten, dann müssen wir unsere maximale Leistung abrufen, egal gegen welchen Gegner. Wir haben gute Spiele gegen VfR Mannheim gemacht, gegen TSG Weinheim, haben aber schlechte Spiele gemacht gegen vermeintlich leichtere Gegner. Von daher kommt es nur auf uns an. Und deswegen, ja, unsere Chancen stehen unverändert, sage ich mal, 50-50, weil es geht darum, egal welchen Gegner auch erstmal zu bekämpfen, zu bespielen und dann hoffentlich das gute Ende für uns zu haben am Ende. Harris, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank, Dankeschön.